Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir schmeißen Schweiß, Schweiß. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's. Aua, mein Hand, das Mikrofon. Rock. Mama, ab ins Bett, es ist 23 Uhr. Ich muss dir was sagen. Was ist denn jetzt schon wieder? Wir frühstücken morgen in der Schule und ich muss da ein paar Sachen mitbringen. Oh nein. Mir ist schon bewusst, dass es Sonntag und gleich Mitternacht ist. Was brauchst du überhaupt? Und dann 20 auch Croissants, 15 Liter Milch und du sollst noch ein... 15 Liter Milch. Kuchen backen. Was? Und dann... Ja, viel Erfolg. Wann weißt du das? Seit erst seit einem Monat. Oh, das ist ja noch schlimmer. Na gut, willst du den Mund... Oh, ich besorg dir das morgen früh. Danke, Mama. Und nächstes Mal sagst du früher Bescheid. Wie willst du noch schnell den Kuchen backen, Alter? Hallo. Ach du Scheiße. Einmal nach Hause, bitte. Ah, das haben wir schon mal gesehen. Da gehörst du jetzt auch hin. Ich bin ein bisschen betrunken. Ein bisschen trifft's gut. Merkt man gar nicht. Und Raucher bist du jetzt auch noch. Aber nicht meiner Mama sagen. Was habe ich bloß falsch gemacht? Danke, Papa, dass du mich abholst. Du bist viel cooler als Mama. Levin, ich bin's Mama. Dafür, dass du mich abgeholt hast, werde ich Mama auch nicht sagen, dass du sie mit Tanja betrogen hast. Ah! Mama, kann ich das neue Spiel haben? Alle meine Freunde haben das auch. Mir ist egal, ob das deine Freunde haben. Nein heißt nein. Ende der Diskussion. Aber Mama... Wenn meine Mutter nein gesagt hat, bin ich immer zu meiner Oma. Die hat ja gesagt. Mama, ich habe nein gesagt. Du lebst unter meinem Dach. Ab in dein Zimmer. So eine blöde Kuh! Ja, Oma, vielen, vielen Dank. Du bist die beste Oma. Macht's direkt auch. Man kennt es. Ja, wie bei mir. Der Welt. Hab dich lieb. Ciao. Oh mein Gott. Levin, ich hab dir gesagt, du darfst es nicht spielen. Jetzt. Nein, sie hat doch bloß gesagt, der kriegt das nicht, oder? Schnalz! Ah, Mama, warte! Du Pisser! Oh, beste Levin, Mutter ever. Ich würde dir gerne meinen neuen Freund vorstellen. Kein Interesse, danke. Hi, Großer. Was geht? Oder sollte ich lieber sagen, Super Smasher 1-2-3. Ah, das kennen wir auch schon. Was? Den Namen habe ich seit 5 Jahren nicht mehr benutzt. Ja, genau. Weißt du nicht mehr? Das große Turnier. Du gegen mich. Du hast mich vor allen hochgenommen. Und ich habe dir gesagt, ja, dann ich werde deine als, ja. Mutter. Nein. Ich gehe dann mal an die Arbeit, du Pisser. Leben! Ja. Was hast du da gerade gemacht? Warum erschreckst du dich so? Wer, ich? Nein, nichts. Ich denke, er hat SpongeBob geschaut. Ich hab's doch gerade gesehen. Gib mal her. Oh, nein, oh. Halt. Letzte Chance. Sag mir, was du gemacht hast. Ich hab nur... Deswegen am besten direkt Sperrbildschirm reinmachen, wenn man zuklappt. Also einstellen, dass Sperrbildschirm reinkommt. Babykatzenvideos angeschaut. Ah. Oh, ich liebe Katzen. Oh, oh. Nein, nein, stopp, es war doch... Du wusstest... Oh, ich schmeiß den Laptop direkt weg. Wie man früher seine Eltern ausgetrickst hat. Mama, darf ich heute bei Franz schlafen? Keine Ahnung, frag Papa. Papa, darf ich heute bei Franz schlafen? Frag Mama. Frag Mama, weiß ich nicht. Ey, Mann. Papa hat ja gesagt. Ich hab ne Idee. Mama, Papa hat ja gesagt. Gut, dann bis morgen. Papa, Mama hat's erlaubt. Okay, dann viel Spaß. Ich bin so schlau. Wenn deine Mutter dein Zimmer aufräumt und deine Tücher findet. Alles. Oh mein Gott. Wer lässt die auch einfach rumliegen, Alter? Aufräumen. Warum sind denn da so viele Tücher? Ich denke bestimmt Tanzverbot wohnt dort. Wieder Schnuppen oder was? Ja, der Schnuppen kam bloß woanders raus. Ja, Mama, räum mal deine Rotztücher auf. Ah ja, der Schnupfen. Dieser Schock. Das ist wie bei deinem Vater mit den Tüchern. Oh oh. Jetzt wird's aber langsam ernst. Warte, was? Wenn man was Falsches zu seiner Mutter sagt und sie dann so macht. Es reicht jetzt. Ich hasse die. Was? Du hasst mich? Nein, ich... Du hättest es nicht gesagt, wenn du es nicht so meinst. Du hasst mich. Okay, du wirst sehen. Mama, oh, oh. Kannst du mir das Müsli vom Schrank holen? Mm-mm, du hasst mich, weißt du noch? Mama, kannst du schauen, ob die Hausaufgaben richtig sind? Nope, du hasst mich, weißt du noch? Mama, was machst du zum Mittag? Ja gut, das war mir eigentlich egal, ob die richtig oder falsch sind, es ist ja eh nichts passiert. Essen, aber nicht für dich, du hasst mich, weißt du noch? Oh, nett, Alter, das Kind kriegt nichts mehr zu fressen. Das passiert. Leben! Ich bin vom Einkaufen.
schon wieder da. Bin ja, da komme ich auch so reingestürmt, Alter. Trag die Sachen in die Küche. Oh Mann. Aufstehen sofort. Du liegst den ganzen Tag nur faul rum. Ich komme. Lauf lieber zweimal. Das sind viele Sachen. Was für zweimal laufen? Wie sehe ich aus? Das schaffe ich auch bei einem Mal. Ja, das. Ja gut, okay. Hast du jetzt doch alles auf einmal genommen? Ich warne dich, lass nichts fallen. Oh oh. Ja, normal, keine Angst, ich kann das. Ja. Oh mein Gott, ich geh direkt kaputt. Ich glaube, das war wohl bestimmt nicht geplant, aber okay. Na, Joghurt. Oh. Wenn du mit einem Freund nachts getrunken hast. Die schmeißt ständig ihre Schuhe. Heimkommst. Ja, so komm ich auch immer zu. Haben die das Lotto-Schild geklaut? Schläft. Tut mir leid, Chef. Scheiße! Oh mein was Gott! Was ist denn jetzt schon wieder? Willst du noch was essen? Nee, mir ist schlecht. Geh aufs Klo! Warum seid ihr denn so laut? Nichts, Mama, alles Paletti! Du bist schon wieder zu mir salutiert! Nee, ich bin voll da! Was macht der Schnürschuh im Klo? Der ist nur Pipi machen. Aus dem Mund? Das hört sich aber anders an! Ab ins Bett jetzt sofort! Oh. Ab in dein Zimmer, Levin! Jedes Mal nach einem Streit. Dass der nicht schon blaue Flecke hat, wundert mich. Immer ich, immer. Niemand mag mich hier. Ich hau ab. Ich bring mich jetzt um. Was? Hast du Hunger? Dann komm, Essen ist fertig. So, als ob nie was wäre. Man denkt, dass niemand zu Hause ist. Hallo, ich bin wieder da. Hallo? Mama? Jemand zu Hause? Jackpot. Die 6 in Mathe erzähle ich meinen Eltern gar nicht. Die checken das eh nicht. Interessant. Oh, oh. Wenn man nach 8 Stunden Schule nach Hause kommt. Hallo, wie war's in der Schule? Stimmt aber auch schon. Und dann direkt pennen und dann kannst du morgen gleich wieder in die Schule. Sag mal, was machst du da? Lass mich in Ruhe, ich will pennen. Aufstehen sofort, wir gehen jetzt zu Oma. Wenn man als Kind früher Alkohol getrunken hat. Wow, Mama, das Essen schmeckt heute... Ich durfte mal als Kind einen Schluck von meinem Vater probieren. Einen ganz kleinen Schluck normales Bier. Ich weiß nicht mal, wie alt ich da war. Ich glaube 10 oder 11, wenn überhaupt. Und ich habe gesagt, ich trinke niemals Bier. Das war so ekelhaft. Naja, und dann mit 14. Mega gut. Wow, du kannst auch mal loben. Liegt an der neuen Soße, die mit Wein gekocht ist. Was? Mit Alkohol? Ja, aber nur für den Geschmack, da spürt man nichts. Das stimmt. Aber nur, wenn man sie lang genug kocht. Wenn man sie nur kurz reinkippt, dann bringt das natürlich nichts. Ich bin jetzt schon voll betrunken. Dann ist der Alkohol was noch da. Was ist falsch mit dir? Ich bin jetzt offiziell Alkoholiker. Oh, wenn der deine Mutter plötzlich Instagram hat. Levin, folgt mir mal auf Instaschwamm. Was? Instaschwamm? Junge, Instagram aus SpongeBobs Welt. Wieso hast du das? Alle meine Arbeitskolleginnen haben das auch. Ich werde jetzt Influencer. Influencer? Das ist gut. Gott, ich will aber nicht, dass du meine Bilder siehst. Influencer. Wieso nicht? Was ist auf deinem privaten Namen? Vor allem, sie sind öffentlich. Ich will aber nicht, dass du sie siehst. Was? Counts, du lebst unter meinem Dach. Ich will das sehen. Oha. Na gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, du bringst am Freitag einen Song raus. Das sind Bilder, wo du getrunken bist. Oh mein Gott, da bist du halb nackt. Ach so, chill mal, noch das privat. Machen alle. Sowas will ich aber nicht sehen. Wenn dich deine Mutter betrunken von der Party abholen muss. Ich ruf mal seine Mutter an. Heiliges Blechle, 1 Uhr nachts, was ist denn jetzt los? Sitzt noch da und liest das Buch. Levin geht's nicht gut, der hat was Falsches gegessen. Was Falsches gegessen, genau, der ist wahrscheinlich zu wie Handbrems. Ich komm. So, ab jetzt, wir gehen. Mama, was machst du? Sie kommt mit einem Bademantel, um ihn abzuholen. Was denn du hier, ist die Party schon vorbei? Für dich ja, Abflug jetzt. Merkt man, dass ich was getrunken hab? Nö, überhaupt nicht. Junge, wie hat der gesoffen, Alter? Jetzt. Die Leute schauen schon. Der kann nicht immer mehr geradeaus umfallen. Vier Runden Bier kommen waren doch zu viel. Laufen kann ich aber noch. Na ja, zum Boden, ja. Bin wieder voll da. Wenn man früher alleine an der Kasse war. Oh,
ich hab was vergessen. Ich komm gleich. Okay, Mama, mach schnell. Oh ja, das war mal voll das Drama. Wenn dann die Kassiererin schon fast fertig ist, deine Mutter kommt einfach nicht. Und dann auf einmal nennt sie die Summe. Du stehst da. Oh nein, ich hab kein Geld. Das macht Mama. Der Nächste bitte auflegen. Oh nein. Welcher Kassierer sagt denn sowas? Die warten ja nicht mal, bis du alles drauf hast. Außer bei Kaufland. Aber sonst, du legst einen Artikel drauf, die ist schon fertig und wartet, dass du die nächsten 200 drauf hast. Und dann liegt vorne ein riesen Stapel. Und dann musst du erstmal zusehen, dass du das alles in Einkaufswagen kriegst. Während du das aber einpackst, guckt die dich schon so an. Krieg ich jetzt endlich mal das Geld? Das ist so nervig. Man geht immer ungern einkaufen, muss ich sagen. Deswegen mag ich eigentlich erst solche Selbstbezahlkassen. Da kannst du in Ruhe und gechillt dein Zeug draufpacken, bezahlen und einpacken. Mama! Boah, die geht jetzt voll ab, Alter. Mama! Okay, das macht dann 210 Euro, bitte. Boah, was hat die gehofft, Mama! Alter? Diesen Blick hat früher jeder gemacht. Yo, Bro, hast du heute Lust, bei mir zu schlafen? Ja, mega Idee. Dann frag mal meine Mutter. Aber warum soll ich denn fragen? Ist doch deine Mutter. Ja, weil aber bei mir geht ja es sagen. Nicht. Ciao. Mama, darf Nils heute hier übernachten? Bei mir geht das nein, nicht. Und jetzt hör auf zu nerven. Du siehst doch, dass ich am Arbeiten bin. Also, du musst fragen. Okay, jetzt habe ich aber Angst. Jetzt mach schon, bei anderen ist sie ja immer super nett. Frau Ray, darf ich heute hier übernachten? Ja, natürlich darfst du. Ich mache euch gleich Abendessen. Wir dürfen. Yippie! Wenn meine Freundin das erste Mal bei mir übernachtet. Wie sieht's denn hier aus? Wie bei Hempels unterm Sofa? Den rufe ich jetzt mal an. Oh mein Gott. Ja, Mutter? Na, bestes Handy ever. Übernachtet ihr jetzt öfters bei uns? Weiß ich nicht. Und das Bett könnt ihr auch mal machen. Ja, mach. Pass auf, und dann ist es ihr Bett. Später. Brauchst du nicht, mach ich jetzt schon. Alles okay? Nett. Ja. Bei euch ging's aber ab letzte Nacht, man hat euch bis runter gehört. Wow. Mama, ihr benutzt ja hoffentlich Kondome, ich will nicht schon Oma werden. Ja, Mama, ist gut jetzt. Ich bin nicht dumm. Schatz, ich fahr mal kurz rechts ran. Ich muss mich seit heute Morgen ständig übergeben. Oh, oh. Wenn meine Mutter von einem schlechten Tag nach Hause kommt. So ein Scheißtag. Mal sehen, was der Bengel macht. Levin, du chillst nur rum. Und wie sieht... Dass die Türen überhaupt noch ganz sind, Alter. Sie sieht schon wieder aus wie im Saustall. Flotti Karotti, aufräumen jetzt. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Du kannst doch mal ein bisschen was im Haushalt helfen. Du machst gar nichts. Immer nur am Tickmocken. Aber nichts aber. Alles muss man dir hinterherräumen. Hey, die App erfindet dich, Tickmock. Aufräumen jetzt, sonst gibt's PC-Verbot. Hä? Wenn man seine Mutter aus Versehen beleidigt. Jetzt reicht's. Ab in dein Zimmer. Jedes Mal sagst du nein, du dumme Kuh. Oha. Ups. Jetzt bist du tot. Oh, wow, krasser Move. Stehen bleiben! Oh, oh. Oh nein! Junge, das war episch geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.